Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 12. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in der westlichen Astrologie kennen, weil die indische Astrologie berücksichtigt die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Hier in diesem Bild sind die vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und wenn wir diese täglichen kosmischen Einflüsse haben, was ständig ändert, es ist eine ständige Bewegung, sollen wir auf diese Elemente achten, dass wir im Einklang sind mit der Natur. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze die Sonne zum Luftelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Ich setze die Mond hier zum Feuerelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Wassermann, zum Luftelement. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasser. Jupiter ist auch im Skorpion, setze ich auch zum Wasserelement. Venus ist rückläufig und bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage, befindet sich im Grenzbereich und verlässt bald die Tierkreiszeichen Waage und kehrt zurück zum Tierkreiszeichen Jungfrau, was für die Jungfrau Geborenen bedeutet, jemand kehrt zurück oder die Thema kommt wieder zurück. Und Thema ist hier bei Venus Energie natürlich die Liebe, Partnerschaft. Venus ist hier im Grenzbereich, aber noch im Waage, also noch im Luftelement. Saturn ist immer in die Mitte, Saturn erdet. Ich setze Saturn in die Mitte. Es ist leicht zum Erkennen, dass hier fehlt die Erde-Element. Als Ausgleich brauchen wir gerade die Erde-Element und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen und Bodenständigkeit, die Realität sollen wir gerade betrachten. Mond bewegt sich relativ schnell, wird die Tierkreiszeichen Schütze verlassen, übergeht dann im Steinbock und kommt die Mondeinfluss und befindet sich dann in Tierkreiszeichen Steinbock im Erdeelement und morgen erleben wir dann auch diese Energie, aber heute noch bei Schütze, hier bei Feuerelement. Und das war der erste Teil des Horoskopes und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 12. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Waage im Osthorizont auf. Dann folgt die Tierkreiszeichen Skorpion, dann folgt die Tierkreiszeichen Schütze, dann folgt die Tierkreiszeichen Steinbock und dann kommt die Tierkreiszeichen Wassermann, dann kommt die Tierkreiszeichen Fischen, folgt die Tierkreiszeichen Widder, dann die Tierkreiszeichen Stier, Tierkreiszeichen Zwillinge, Tierkreiszeichen Krebs und dann kommt die Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Jungfrau.
jeder Platz entspricht anderen Themen. Ich ändere etwas im Bild, so sieht man das besser. Genau. Jeder Platz entspricht anderen Themen. Ich möchte das nicht jeden Tag wiederholen, die Monatsthemen, sondern wir betrachten die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Ist logisch, das ist Sonnenaufgang. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Das geht nach der Reihenfolge. Sonne herrscht über Sonntag, Mond herrscht über Montag, Mars herrscht über Dienstag, dann folgt Mittwoch und das ist Merkurtag. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Dann folgt Donnerstag und Donnerstag ist Jupitertag. Jupiter befindet sich auch im Skorpion. Freitag ist ein Venustag und Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Rückläufig befindet sich im Grenzbereich, kehrt zurück zum Tierkreiszeichen Jungfrau. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Saturn herrscht über Samstag. Und dann kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun, Pluto. Uranus ist rückläufig im Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig im Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Heute steht Mond und Pluto in einer Konjunktion in Tierkreiszeichen Schütze. Das bedeutet, die beiden treffen sie sich hier. Und die wirken auch zusammen. Bei Mondenergie geht es um unserem Unbewussten, geht es auch unserem Träumen, unserem Gefühlen. Und bei Pluto ist die innere Kraft. Die Kraft, die Transformation, was alles im Leben hält. Und Pluto sortiert, trennt von allem, was im Weg steht. Es sind aber notwendige Schritte, in Kraft zu bleiben. Und besonders bei den Schützengeborenen sind es die Themen, die inneren Kraft bewahren und alles, was im Weg steht, aufräumen. Aber Mond, die Mondenergie, vermittelt uns alles etwas, weil Mond beeinflusst unseren Gefühlen, Mond beeinflusst unseren Alltag und ich nenne das als der große Uhrzeiger auf diesem kosmischen Uhr. Also jeder von uns spürt die Mondenergie und dieses Thema, was gerade bei Tierkreiszeichen Schütze ist, kann uns alle treffen, aber intensiv spüren diese Energie momentan die Schützengeborenen. Mond steht in einer schönen Verbindung zum Neptun und Mond und Neptun haben ähnliche Charakterzüge. Beide haben einen Bezug zum Wasser. Beide haben einen Bezug zu unseren Gefühlen, zu unserem Unbewussten. Bei Neptun kommt es so bildhaft im Träumen, also nicht wundern, wenn gerade wir intensivere Träume haben. Sonne steht auch in Verbindung zum Pluto, Sonne-Pluto-Verbindung und das bedeutet, es ist klar, es wird jetzt klar, wovon sollen wir uns verabschieden. Pluto ist die innere Kraft und Pluto möchte in dieser Kraft bleiben und verabschiedet alles, was diese Kraft raubt. Das sind Gewohnheiten, das sind Kontakte oder Gegenstände, was immer im Weg steht, alles aussortieren,
das, was Sonne, Mond, Pluto gerade vermittelt uns allen. Aber wie ich schon sagte, das wirkt intensiv bei den Schützengeborenen und durch die Sonnenkraft auch bei Waagegeborenen. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Das gibt im westlichen Astrologie nicht. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte als Hintergrundinformation. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini, macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, ja na gut, du darfst heiraten, aber du musst ihre Schwester alle heiraten. Und der Mond heiratete 27 Geschwister, 27 Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und das sind die Tagesbewegungen des Mondes, das nennt man Mondhäuser. Und die heutige Mondhaus ist hier im Schütze, das heißt Purvashada. Und hier sind unsere Wünsche. Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Die Schütze zeigt in diese Richtung. Die Schütze macht eine Abenteuerreise im Leben, aber orientierungslos. Wenn die Schützengeborenen klare Ziele haben und genau in diese Richtung zeigt die Schütze, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, dort sind die Wünsche beschrieben. Wenn die Schützengeborenen ihre Träume, ihre Wünsche leben und sie als Ziel setzen, dann haben sie Orientierung, klare Ziele setzen. Dann wissen sie, wohin die Reise geht. Und dann kommt die Jupiter in Wirkung. Das vergrößert alles und bringt Glück im Leben. Und diese Wünsche zu erkennen, das als Ziele setzen und nicht aufgeben, das ist das Thema dieser Mondhaus. Die Stunde bei Sonnenaufgang. Wo befindet sich Mond in diesem Moment? In welcher Stunde ist es zugeordnet? Und das beschreibt auch etwas für unseren Tag, weil damit beginnt den Tag, also prägt etwas in unserem Tag. Das ist zwar nicht die indische Astrologie, sondern dieses Wissen kommt von jüdischen Weisheit. Die heutige Tag, und das zeigt die Stunde, was die Mondeinfluss, die Mondenergie uns vermittelt, mit dieser Stunde, mit dieser Energie beginnt den Tag. Und diese Zeit, was auf unserem heutigen Tag wirkt, heißt Zeit nehmen zu gebären und Zeit nehmen etwas pflanzen, weil das trägt Früchte. Das heißt Neuanfang. Dafür Zeit zu nehmen, etwas in Bewegung setzen, Neuanfang starten, weil das ist der richtige Zeitpunkt. Und das trägt Früchte. Diese Mondenergie wirkt aber nicht zum allen Tierkreis, sondern so vorteilhaft, sondern diese Mondenergie bringt Glück für die Löwengeborenen, bringt Glück für die Widdergeborenen, unterstützt auch die Waagegeborenen und die Wassermanngeborenen. Spiegelt etwas für die Zwillingsgeborenen, die liegen gegenüber. Und die Zwillingsgeborenen haben zurzeit die Aufgabe, die inneren Gleichgewicht bleiben, in diesem Spiegel schauen, also auf die Gefühle achten. Diese Mondenergie unterstützt die Nachbarn und das sind die Skorpiongeborenen und die Steinbockgeborenen. Da kommt Hilfe von außen. Diese Mondenergie löst Unsicherheit aus bei den Krebsgeborenen und bei Stiergeborenen und kommen Hindernisse, Unruhe, Unsicherheiten oder sogar Angst bei den Jungfrau geboren und bei Fischen geboren.
Zum Glück bewegt sich das alles und morgen sieht es ganz anderes aus. Und das war die heutige Tageshoroskop und ich habe noch zwei kurze Infovideo und wir überspringen auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen?
Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.